Als Gustav Klimt in den ersten Februartagen des Jahres 1918 stirbt, ist er einer der berühmtesten Künstler seiner Zeit und war ein Unbekannter geworden. Dass der menschenscheue Gustav Klimt ausgerechnet während seiner Arbeiten im Atelier eine Kamera geduldet hätte, ist unwahrscheinlich. Unmöglich ist es jedoch nicht. Bloß das Filmdokument wurde bis heute noch nicht entdeckt. Was befriedigt mehr? Mit der Fantasie zu jonglieren, die aus Verborgenem und Geheimnisvollem genährt wird? Oder ein Geheimnis zu enträtseln und es gegen eine Tatsache einzutauschen? Und so wird jede Beschäftigung mit Gustav Klimt zu einer Mischung aus Fakten, Vermutungen und dem eigenen Wunschbild, auch dieser Film. Was haben die Ausnahmeerscheinungen Klimt und Mozart gemeinsam? Beiden wird distanzlose Umarmung entgegengebracht. Auf Du mit Gustav Klimt zu sein, mag einer gegenwärtigen Kulturgesellschaft leichter fallen, die gerne Kunstwert mit Marktwert verwechselt. Durch diese unglaubliche Popularisierung, durch diese weltweite Einsickern in die Populärkultur, ist Klimt sehr eindimensional geworden. Es ist der goldene Künstler, es ist der tolle Künstler, es ist der Mann mit diesen unglaublichen Farborgien. Aber da ist sehr viel mehr. Ich glaube, dass man mit Klimt nie richtig auf Augenhöhe sein kann, weil er immer in größeren, überindividuellen Begriffen denkt und arbeitet. Er selber hat sich auch sehr als Person zurückgehalten, hat sich selbst nie dargestellt. Die Kunstgeschichte hat in den letzten Jahrzehnten also einen großen Fehler begangen, indem sie den Klimt also intellektualisiert hat. Und ich glaube, damit muss man aufräumen. Klimt war ein ganz einfacher Mensch, hat mit seinen beiden Schwestern und seiner Mutter in einer Wohnung gelebt, hatte selbst nie eine eigene Wohnung. Aus dem heraus, also auch um das Wissen, um die Biografie, glaube ich, also ist es notwendig geworden, jetzt einmal auch den Klimt so zu zeigen, wie er auch tatsächlich war. Also es geht, glaube ich, ein bisschen darum, ihn nicht mehr nur als großen Malerheron darzustellen, sondern auch ihm ein bisschen realistischer näher zu kommen. Also vielleicht so ein bisschen vom Stockerl runterholen ist auch schon wieder zu viel gesagt. Gustav Klimt ist Massen- und Kassen- und auch Kühlschrankmagnet. Ist es Fluch oder Segen, dass Klimts Werk sich jedem eröffnet, nicht erst entziffert werden muss und auch die unsensibelsten Marketingaktionen ohne bleibende Schäden übersteht? Ich bin davon überzeugt, dass der Klimt kein Problem damit gehabt hätte, mit Fritsch-Magnets, mit Bleistiften, mit Kugelschreibern etc. etc. Weil er ist den Weg des Gesamtkunstwerks gegangen. Dafür hat er gelebt. Etwas im Schatten von Klimtomania lebt die niederländische Klimt-Expertin Marian Bisanz-Pracken. In der Wiener Albertina pflegt sie seit Jahrzehnten ein vertrautes Verhältnis mit dem Bleistift und Kohlestrichen des grafischen Werkes. Die Sprache der Linien ist eine ungeheuer unmittelbare Sprache, eine sehr persönliche Sprache. Und es ist schon so, dass man seine Persönlichkeit am besten spüren kann in der Zeichnung. Und je mehr Zeichnungen man kennenlernt, desto differenzierter auch das Bild von ihm. Oder man denkt ja selber auch weiter, man forscht weiter und man kommt auf neue Ideen. Und das Netzwerk, die Kriterien, nach denen man auch urteilt, wird immer feiner. Eine Klimt-Ausstellung, egal ob in Wien, Melbourne oder New York, ist ein Mega-Event. Was daran liegen mag, dass der Name Klimt mühelos von Japan bis Amerika ausgesprochen werden kann und Berührungsängste mit seiner Kunst praktisch nicht existieren. Vielmehr scheint die Betrachtung seines Werkes quer durch die Zeiten eine tiefe innere Sehnsucht zu stillen, jenseits aller Paradigmen und Trends.
dieser Klimt, den gibt es jetzt seit 150 Jahren. Und mein Eindruck ist, dass jedes Jahrzehnt einen neuen Klimt erfindet. Und das finde ich aber, das macht Gustav Klimt aus. Dass er dieses Potenzial hat, für so viele unterschiedliche Zeiten, Menschen und Interessen immer wieder ein Ansatzpunkt zu sein und im besten Sinne immer wieder fragwürdig zu bleiben. Sozusagen, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann wird es irgendwann ruhig um den Klimt und er wird vergessen werden. Aber wir erleben das pure Gegenteil. Er bleibt fragwürdig im besten Sinn. Zur Eröffnung der Klimtschau im Wiener Leopoldmuseum ist auch der österreichische Bundespräsident mit Gemahlin zugegen. Dem noch vor 100 Jahren skandalisierten Vertreter der modernen Wiener Kunstszene ist endgültig ein österreichisches Künstlerschicksal widerfahren. Er ist zum unverzichtbaren Kulturgut einer Nation geworden. Laut 1202 Gustav Klimt für 13.000. 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000. Klimt ist in, Klimt ist cool und Klimt ist teuer. Seine Werke erzielen Rekordpreise bei internationalen Versteigerungen. 26.000, 28.000. 28.000. Da es auf dem Auktionsmarkt keine der begehrten Goldgemälde mehr gibt, werden nun Millionen mit Klimts Landschaftsgemälden erzielt. Und auch seine Zeichnungen erfreuen sich immer größeren Interesses. Bei über 4.000 bestätigten Blättern ist die Chance für ein Schnäppchen durchaus gegeben. 36.000. 34.000. 36.000. 38.000. Für 38.000. 38.000 sind also wohlgemut. Zum zweiten und 38.000. Dankeschön. Zum dritten. Gustav Klimt entstammte der unteren Bevölkerungsklasse der K&K-Monarchie. Der Vater Ernst Klimt übte den Beruf eines Graveurs aus. Mutter Anna stammte aus der Vorstadt. Als zweites von 7 Geschwistern wurde Gustav am 14. Juli 1862 in die ärmlichen Verhältnisse einer kleinen Einzimmerwohnung in der Linzer Straße des Wiener Vorstadtbezirks Baumgarten geboren. Öfter musste die Familie Klimt umziehen. Hatte der Vater Arbeit, wohnte man in einfachen Wohnungen. Wurde er arbeitslos, musste man in die berüchtigten Zinskasernen der Vorstadt ziehen, den Absteigen der Zuwanderer, Taglöhner und Arbeitslosen. Nach Beendigung der Bürgerschule besuchte Gustav Klimt, ermöglicht durch ein kleines Stipendium ab seinem 14. Lebensjahr, die Wiener Kunstgewerbeschule. Und erhielt dort eine profunde Ausbildung im Kunsthandwerk und in künstlerischer Gestaltung. In der Sammlung der heutigen Universität für angewandte Kunst wartet noch Überraschendes. Dann gibt es diesen sogenannten Hauptkatalog. Wenn man den öffnet, dann landet man also bei einer ganz detaillierten Beschreibung, Vorbereitungsschule, und da ist Gustav Klimt zu finden, wo Figurales und Ornamentales Zeichnen angegeben sind und dann Verwendung und Erfolg. Also man sieht, er war ein ausgezeichneter Schüler. Ferdinand Laufberger ist der Professor für Malerei gewesen, Malerei und Zeichnen, in dessen Klasse Klimt gewesen ist. Und dieser Lehrer war für ihn ja sehr, sehr wichtig. Der hat sicherlich die Fertigkeiten des Klimt noch erweitert und vergrößert. Also da hat er wirklich sehr, sehr viel, gerade auch von dieser fast fotografisch exakten Zeichenweise und Malweise lernen können. Früheste Arbeiten eines unbekannten 16-Jährigen
zu einer Zeit entstanden, als sich das urbane Bild der Kaiserstadt bereits auf dramatische Weise zu verändern begann. Aus dem allerhöchsten Handbillet vom 20. Dezember 1857 des Kaisers Franz Josef I. an seine Exzellenz, den Minister des Inneren, Freiherr von Bach. Lieber Freiherr von Bach, es ist mein Wille, dass die Erweiterung der inneren Stadt Wien ehemöglichst in Angriff genommen und hierbei auch auf die Regulierung und Verschönerung meiner Residenz und Reichshauptstadt Bedacht genommen wird. Mit diesen kaiserlichen Zeilen wurde der Bau der Wiener Ringstraße eingeleitet. Die alten Stadtmauern wurden geschliffen und ein Boulevard der Prachtbauten entstand. Der Baustil, der die architektonische Neubelebung vergangener Kulturepochen zum Ziel hatte, ging in die Architekturgeschichte als Wiener Historismus ein. Großmeister dieses Kunstgedankens und seiner Ausführung war der Wiener Maler und Dekorationskünstler Hans Makart. Das rauschhafte malerische Schwelgen in theatralisch gigantischen Dimensionen wurde zum wegweisenden Stil für die Innengestaltung der Ringstraßenbauten. Es ist so, und das ist ja allgemein bekannt, dass Klimt ab der Gründung der Sezession 1897 ein für heute Begriff Weltstar ist und davor unterbelichtet. Da war er aber schon 37 Jahre alt und ich finde es eigentlich sehr witzig, dass er ganz früh mit einer echten Karriere begonnen hat und es wird zu wenig gewusst. Sehr jung hat sich Klimt mit seinem Bruder Ernst und Franz Matsch zu einer Malerkompanie zusammengeschlossen. Die Jungs waren damals 15, 16 und 18 Jahre alt, das muss man sich einmal auf die Zunge zergehen lassen, und wurden beschäftigt. Und so kam es dann dazu, dass 1886, da war Klimt auch erst 23, dann der große Auftrag für die Deckenbilder des Burgtheaters kam. Zum Auftrag an die Künstlerkompanie kam es durch eine Verquickung schicksalhafter Umstände. Der Hans Makart war unerwartet verstorben, andere große Kollegen der Zunft mit Arbeiten an den Ringstraßenbauten beschäftigt. Es kommt zur Vertragsunterzeichnung für die Schaffung von 10 Deckengemälden im Stiegenhaus des Burgtheaters. Als Honorar wird die enorme Summe von 10.000 Gulden für die Gebrüder Klimt und ihren Kollegen Franz Matsch festgesetzt. Die Folge dessen ist dann der Auftrag hier, wo man aber deutlich spürt, dass Klimt sich schon sehr divergierend gegenüber seinem Bruder und Franz Matsch entwickelt. Das ist das Sprungbrett zur Sezession. 13 Gemälde fertigte Gustav Klimt für die freien Flächen oberhalb der Bögen und zwischen den Säulen im Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums an. Gemälde, die vom normalen Betrachtungsstandpunkt eines Besuchers ca. 12 Meter entfernt angebracht wurden. Eine zu große Distanz, um zu erkennen, welche Klimtsche Handschrift in diesen Werken bereits zur Wirkung kam. Erst die nahe Betrachtung ermöglicht den direkten Vergleich mit den Arbeiten seines Bruders Ernst und seines Mitstudenten Franz Matsch und zeigt, wie souverän Gustav Klimt mit der extrem schwer zu lösenden Aufgabe umging. Seine Darstellungen des alten Ägyptens sowie der griechischen und römischen Antike werden zu einer ersten Manifestation für die nachfolgenden revolutionären Arbeiten des Jugendstilkünstlers Gustav Klimt. Hinter den Panzerwänden eines Tresors im Geldmuseum der Österreichischen Nationalbank. Auch diese Institution behütet einen Klimt-Schatz. Es ist ein weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerktes Juwel des Jahres 1892, das sich hier zwischen unauffälligen Mappendeckeln versteckt. Die Österreichische Nationalbank hat nach einem Künstler gesucht, der eben Banknotenentwürfe für sie einmal anfertigt. Und da wurde ihnen empfohlen, die Künstler Gustav Klimt und Matsch. Also Sie sehen hier die zwei Entwürfe von Gustav Klimt mit 10 Gulden und 50 Gulden und die Entwürfe zu 5 Gulden von Matsch.
Man hat sie dann im Direktorium eben begutachtet, aber leider ist diese Begutachtung nicht ganz so gut ausgegangen. Man hat eben empfunden, dass das nicht ganz so war, wie man sich's eigentlich vorgestellt hat. Und die Banknotenentwürfe wurden dann eben zurückgelegt bzw. zurückgestellt mit der Begründung, sie wären so einseitig gehalten und hätten so wenig Ansprechendes in ihrer ganzen Konzeption, dass man sie eben leider nicht zur Umsetzung für Banknoten weiterverwenden könnte. Ja, das hat Ihnen natürlich überhaupt nicht gefallen. Und wie wir einem Protokoll, einem internen der Österreichischen Nationalbank des damaligen Direktoriums nachlesen konnten, dürfte offensichtlich Gustav Klimt sich eben beschwert haben bei der damaligen Druckerei und offenbar auch in einer Art und Weise, die sehr erfolgreich war. Man hat also dann doch seitens der Österreichischen Nationalbank gemeint, dass man ihnen die versprochenen 600 Gulden, die sie als Honorar bekommen hätten sollen, dann doch ausgezahlt haben. Gut 100 Jahre später entstanden wieder neue Entwürfe, diesmal für Schilling-Banknoten. Einer davon mit Gustav Klimts Konterfei. Auch diese Entwürfe wurden niemals realisiert. Dank der internationalen Popularität stehen Klimts Werke weit oben auf den Wunschlisten der Museen. Wenn heute eines seiner Gemälde auf Reise geht, dann ist das ein intensives logistisches Unterfangen, verbunden mit nicht unbeträchtlichem Risikopotenzial und enormen Kosten. Glücklich können sich jene Institutionen wie das Wiener Belvedere schätzen, das mit einer immensen Klimt-Sammlung aufwarten kann und deshalb eher in die Situation des Vermieters kommt. Denn alle Risiken und Kosten trägt der Klimt-Mieter. Eines der schönsten Frauenporträts von Gustav Klimt tritt eine Reise an. Jede Reisemission ist heikel, und so wachen viele Augenpaare über das Geschehen. Was war das? Zürich. Lustig. Das ist die Sonja Knips. Das ist doch eines der wichtigsten Werke von Gustav Klimt. Das war sein erstes quadratisches Porträt. Und darüber hinaus also auch hat er seine Maltechnik vollkommen geändert. Es ist ja sein Bruder gestorben, der Vater stirbt und er fällt also in eine richtige Depression, macht ja einige Jahre fast gar nichts, es steht überhaupt nichts. Und dann plötzlich, im Zusammenhang mit der Gründung der Sezession, beginnt er wieder aktiv zu arbeiten und orientiert sich aber an den belgischen Malern vor allem. Und mit der Hilfe der belgischen Maler schafft es eigentlich wieder, zu einem eigenen Ziel zu finden. Und dieses Werk, die Sonne Knips, ist eines der schönsten Beispiele überhaupt. Und damit beginnt eigentlich der Gustav Klimt, den wir so kennen und so schätzen. Sonja Knips reist in kein Land mit Risikopotenzial, was die Kosten der Transportversicherung ins Astronomische und damit Unerschwingliche steigen ließe. Die Transport- und Versicherungskosten für ein großes Klimt-Gemälde auf dem Weg von Tokio nach Wien betragen annähernd 50.000 Euro. Die Reise dieses Gemäldes erstreckt sich über gerade einmal 800 Meter, vom oberen ins untere Belvedere. Besorgte Restauratoren sind die ständigen Begleiter auf diesem Weg. Im Quadratzentimeterbereich suchen sie mit Lampen und Lupen nach der kleinsten Unreinheit im makellosen Antlitz der Sonja Knips. Das Hängen des Kunstwerks ist Chefsache und immer ein Ritual. Na gut, jetzt würde ich mal sagen, tun wir es mal einmitteln, Herr David. Dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Gemälde noch eine Spur nach links. Aber nur eine Spur, wir reden von 5 cm circa. Die Ermittlung der perfekten Stelle mag für uneingeweihte Beobachter faszinierend oder auch ermüdend sein. Nicht selten werden Kunstwerke in den letzten Stunden vor Ausstellungseröffnung nochmals umgehängt, nachdem sie schon mehrere Platzwechsel hinter sich gebracht haben. Aber irgendwann stimmt's immer. Ja, ja, wahnsinnig schön. Venedig ist auch diesmal eine Reise wert. Im Museo Correr am Markusplatz wird Gustav Klimt gegeben. Ein Großteil der Kunst reist aus dem Wiener Belvedere an. Der Ausstellungschef wartet schon auf das Eintreffen des Transports.
Es ist eine sehr prominente Dame, die natürlich per Boot eintrifft. Und dann beginnt der kurze, aber eindrucksvolle Weg einer blauen Kiste, die im Fachjargon Klimabox genannt wird, quer über den Markusplatz. Vorbei an den Touristen, die mit Sicherheit auch eine blaue Kiste fotografieren würden, wenn sie nur wüssten, was sie beinhaltet. Die letzten Meter werden vertikal überwunden. Ein Baugerüst erleichtert den Zugang in das Innere des Museums und dann ist Judith I zur Kontrolle bereit. Ein frühes Gemälde der goldenen Phase, für das vermutlich Adele Bloch-Bauer ebenfalls Modell stand. In Begleitung einer anderen berühmten Frau befand sich Gustav Klimt während seines ersten Venedig-Besuches. Und in doppelter Hinsicht ist dieser Aufenthalt erinnerungswürdig. Herr Gustav Klimt war ja sicher ein reisefauler Mensch. Was hat er gemacht? Er ist ein paar Mal nach Venedig gefahren, war in Florenz natürlich, war in Genua und dann ist einmal nach Spanien gefahren. Aber im Grunde genommen war es das. Es überrascht eigentlich, wenn man sich hier in Venedig befindet und sich dieses wunderbare Ambiente hier ansieht. Also Klimt hat ja Venedig also inhaliert, er hat es genossen hier, da sieht man, seine Bildwelt verkörpert es auch letztlich. Aber er hat es auch geliebt und vielleicht auch in einer Hinsicht vielleicht auch eine Enttäuschung erlebt. Er war nämlich seine erste Reise 1899, hat er mit Alma Schindler, die spätere Alma Mahler, hierher gemacht. Die ist natürlich nicht allein gereist, es war Karl Moll dabei und ein großer Freundeskreis. Und dann passiert aber hier etwas in Venedig, weil Klimt verliebt sich in die Alma Schindler. Es kommt zu einem ersten Kuss, es kommt zum Austausch von einer Fotografie, die Klimt geliebt hat. Und dann kommt es aber auch zum Zerwürfnis, weil auf den Kuss folgt sozusagen die Entdeckung durch den Karl Moll. Der Karl Moll kommt darauf, dass seine Stieftochter jetzt plötzlich ein Verhältnis beginnt, also mit dem doch einiges älteren Künstler. Also Klimt verliebt sich in die Alma. Zeitgleich hat er noch immer sein Verhältnis mit der Schwägerin, mit der Hermine Klimt. Zeitgleich beginnt er sich zu verlieben in die Emilie Flöge. Zeitgleich, und zwar ein paar Monate später oder zwei Monate später, wird sein Sohn Gustav Uczycki geboren und noch einmal zwei Monate später sein Sohn Gustav Zimmermann. Also so ist es doch ein sehr, sehr komplexes Gefüge, das ein Gustav Klimt umgibt. Und wie gesagt, Venedig ist ein wunderbarer Boden, aber die Liebe zur Alma Schindler ist definitiv hier in Venedig zu Ende gegangen. Bietet die gescheiterte Liebesgeschichte für die Nachwelt eher Diskussionsstoff über den Frauenliebhaber Gustav Klimt, so erlangt sein Besuch der Basilika San Marco während dieses Aufenthalts zentrale Bedeutung für sein weiteres Schaffen. Und er betritt die Basilika San Marco. Was erlebt er hier? Goldgeflimmer. Und erst später, wenn er sich durcharbeitet, sieht er dann prächtige Mosaike. Und das prägt ihn so derartig, dieses Erlebnis, dass er beschließt, im Grunde genommen künftig Gold in seiner Bildwelt unterzubringen und zu verarbeiten. Das Leopold-Museum in Wien in den Vorbereitungsarbeiten zu einer Klimt-Schau der ganz besonderen Art. Auch diese Ausstellung kann und will auf die großen Gemälde aus eigenen Beständen und aus Leihgaben nicht verzichten. Aber das Hauptaugenmerk ist auf den privaten Gustav Klimt gerichtet. Letzterer ein Bereich, über den es mehr Vermutungen und Fantasien gibt als belegbare Ereignisse. Ein erster und wichtiger Zugang sind Fotografien. Wir haben hier das große Glück, dass wir aus dem Nachlass, aus privaten Sammlungen, aus wichtigen öffentlichen Museen und Institutionen eine Fülle von fotografischen Dokumenten zum Leben von diesem Ausnahmekünstler Gustav Klimt zeigen können, wie es in keine Ausstellung je zuvor konnte. Wir haben private Aufnahmen, Klimt bei der Weihnachtsfeier im Kreis seiner Familie. Und wir haben noch den ganz offiziellen Klimt, den Klimt im Anzug, Klimt im Dreiteiler, Gustav Klimt als Denker und ein ganz besonders berühmtes Gustav Klimt in seinem Malkittel mit der Katze im Arm. Das sind natürlich tolle Inszenierungen. Gustav Klimt, wenn er uns da entgegentritt in diesem Malerkittel,
Dann sehen Sie, das ist ein einfaches Gewand. Wir wissen, es hat die blaue Farbe. Es hat sich dieser Kittel erhalten mit diesen hübschen Bordüren an den Schultern. Breiter Ausschnitt, sehr, sehr bequem. Und es ist auch fotografisch sehr schön der suggestive Blick des Künstlers, der Blick des Malers, eines sensiblen, eines visuellen, unerhört wachen Menschen. Und dann quasi diese Verdoppelung sehr charmant in der kleinen Katze, die er im Arm hält. Es gibt auch den privaten Klimt, der den Rückzug braucht, der den Rückzug sucht. Und der besondere Ort dafür ist zunächst einmal das Atelier. Und das ist ein sehr abgeschirmter Ort, auch sehr bald ein legendenumwobener Ort. Dort sind diese vielen Frauen, die Modelle, erotisch, alle möglichen Fantasien, Männerfantasien entzünden sich daran, einen Hortus conclusus. Keine Beschäftigung mit Gustav Klimt kann und will auf seine künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen Eros und Sexualität verzichten. Sie ist auch wesentlicher Bestandteil im Arbeitsalltag und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung der Spezialistin für Klimts grafisches Werk. Ein wesentlicher Teil der Zeichnungen stellt Erotik und vor allem explizit weibliche Sexualität zur Schau. Zeichnungen, die auch heute noch von einem puristischen Publikum als obszön und unanständig abgetan werden. Pornografie, das ist natürlich sehr gefährlich, das so zu nennen. Er hat das selbst nicht so gesehen. Er hat den Eros, er hat das als im Rahmen der großen Lebensthematik gesehen. Für ihn war Eros, das ist merkwürdig vielleicht, wenn man das so sagt, aber auch bei seinen meist offenen erotischen Zeichnungen, die haben immer irgendwas Sakrales auch dabei. Bei ihm war immer das Mysterium des Lebens, war in dieser Erotik auch drin, der Eros als großes Lebensmysterium. Und natürlich, viele Zeichnungen waren sehr, sehr offen gezeichnet, sehr aufregend. Und er wurde natürlich auch als Pornograf beschimpft. Das hat ihn auch sehr gekränkt. Als Künstler war Gustav Klimt eine exponierte Person und gerne hätten viele einen kurzen Blick durchs Schlüsselloch geworfen. Ganz wenig über das Geschehen hinter den Atelierstüren kann als gewiss betrachtet werden. Zwischen 8 und 9 Stunden dauerte ein Ateliertag und Klimt summte oder pfiff gerne Schuberts Lindenbaum bei der Arbeit. Freunde berichten von einem extrem zornigen und unbeherrschten Klimt, wenn dieser von unangemeldeten Besuchern überrascht wurde. Und ab dem Zeitpunkt seiner großen Skandale, von denen noch zu berichten ist, soll an der Ateliertür ein Schild angebracht gewesen sein, auf dem zu lesen war: Klopfen zwecklos, wird nicht geöffnet. Es hat niemand ihn zugeschaut beim Zeichnen. Das war seine allerintimste Angelegenheit. Es gibt von Zeitgenossen gibt es Berichte, dass er von Modellen umschwärmt wurde, umgeben wurde. Und das waren lauter Fantasien. Er hat im Grunde sehr diszipliniert gearbeitet. So etwas im Atelier zu zeichnen, ist die eine Sache. Die große Frage, wer hat diese Zeichnung gesehen? Wahrscheinlich nur engste Freunde von Gustav Klimt. Aber das Gemälde, das dasselbe darstellt, das wurde öffentlich ausgestellt. Und eine Frau in diesem Zustand öffentlich auszustellen, hat die Konventionen und die moralischen Vorstellungen der Zeit weit erschüttert und zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Ist es möglich, so etwas der Öffentlichkeit zuzumuten? Den Männern, den Besuchern? Und interessanterweise wird massiv dann auch darüber diskutiert, dass die Männer eigentlich, die Ausstellung besuchen, ihre Frauen vor solchen Bildern schützen sollten. Das zeigt also auch dieses eigenartige, für die Zeit aber sehr bezeichnende Geschlechterverhältnis, dass die Männer, die ja von diesen Vorgängen gar nichts verstehen, von Schwangerschaft und Mutterschaft, ihre Frauen, ihre Mütter, ihre Töchter schützen sollten. Also es sind sehr interessante Debatten, in die Klimt da hineinstoßt. Das Atelier, der Künstler und sein Modell. Was die einen zu schwülen Fantasien anregen mag, verhilft anderen zu Erkenntnissen, wie zum Beispiel Gustav Klimts Verhältnis zu Frauen nun wirklich ausgesehen haben mag. Er hat sich eigentlich, glaube ich, gut gerichtet. Ja? Bei der Mama, bei den Schwestern, die sich um ihn kümmern mussten. Und bei der Emily, die halt sicher eben auf seine Kunst eingegangen ist, die sicher eine
gescheite, interessante Frau war, mit der er auch sich auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegen konnte. Und dann gab es halt die Modelle auch noch und die Mütter seiner Kinder und so. Also das heißt, er hat sich eigentlich von jeder Frau genau das genommen, was ihm gepasst hat. Also ja, das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, dass er wahrscheinlich relativ egoistisch unterwegs war. Inwieweit Klimts Frauenbild durch die lebenslange räumliche Verbundenheit mit Mutter und Schwestern geprägt wurde, mit welchen Konsequenzen das Ausleben seiner Libido damit verbunden war, ist ergiebiges Beschäftigungsareal der Psychologie. Das wohl wesentlichste, weil sichtbare Resultat aus Klimts schwer entschlüsselbarer psychologischer Struktur findet Niederschlag in seinem Werk. Kein anderer Künstler seiner Zeit verstand es, die Frau in dieser Balance zwischen Selbstbewusstsein, Erotik, Schönheit und Gefährlichkeit darzustellen. Vier Atelieradressen Klimts in Wien sind bekannt. Keine der sagenumwobenen Räumlichkeiten ist erhalten geblieben. Seine letzte Arbeitsadresse, Feldmühlgasse 11 im Wiener Nobelbezirk Hietzing, wird nun aus seinem fast 100-jährigen Dornröschenschlaf erweckt. Erinnerungen eines Freundes. In der Nähe der Unter-Sankt-Veiter-Endstation der Elektrischen liegt die kleine, halbländliche Gasse, in der Klimt in den letzten Jahren gearbeitet hat. Ich ging also zu ihm hinaus und hatte Mühe, den hinter Sträuchern beinahe verborgenen Eingang zu finden. Aber da kam mir Klimt schon entgegen und führte mich in das Zimmer, in dem er vom frühen Morgen bis zum Abend zu arbeiten pflegte. Wortkarg, wie einer, der sich das Reden mit Menschen abgewöhnt hat, führte er den Besucher zu seinen in den letzten Tagen gezeichneten Blättern. Er rückte die Staffeleien mit seinen jüngsten Bildern ans Fenster und stand dann stumm hinter dem Betrachter. In seinem letzten Atelier, zum Beispiel in Hietzing, da gibt es, wir kennen ja die Aufnahme dieses Atelierraums, das vom Nordlicht beschienen wird. Man sieht das Zeichenpult, man sieht das Bett, wo die Modelle posiert haben, man sieht die Staffeleien mit den Gemälden. Er hat in diesem Raum gemalt und gezeichnet. Innerhalb seiner eigenen vier Wände war er, da ist er in sich gegangen. Das gesprochene Wort ist mir nicht geläufig. Schon gar nicht dann, wenn ich über mich oder meine Arbeit etwas äußern soll. Es sind verbürgte Worte des wortkargen Künstlers, der, wenn er dann schon einmal gesprochen hat, das im breiten Wiener Dialekt getan haben soll. Umso überraschender dann das Angebot an die Besucher im Rahmen der Ausstellung des Wiener Leopold-Museums. Wir haben in der Ausstellung auch ein Vitrinenband, das läuft wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Und das sind jene 400, vor allem Postkarten, Briefe, Korrespondenzstücke, die Gustav Klimt im Laufe seines Lebens an Emilie Flüge geschrieben hat. Wenn man sich diese Postkarten anschaut, die natürlich jede für sich ein kleines Abenteuer sind, woher sind sie, von wann, was wählt er aus? Wir haben prachtvolle, wunderbare Postkarten der Wiener Werkstätte. Es gibt die Motive von den Reisen. Er hat ja nicht sehr gern Reisen unternommen, aber wenn er Reisen macht, schreibt er sehr häufig. Und es gibt Tage, an denen er bis zu 8 Postkarten schreibt, allein an Emilie Flüge. An Fräulein Emilie Flüge. 11.07.1908. Ich glaube, ich bin dick geworden, komme noch immer ungeschoren und ruppig zurück von München. 24.02.1909. Wie geht's mit den fremden Sprachen in der Fremde? Bei mir ziemlich verdäpschte Stimmung, ganz in mich eingezogen. 10.07.1909. Kann dich leider nicht trösten. Du kennst meinen Schmerz über die bodenlose Trottelhaftigkeit der Zeitgenossen. Heute soll ich noch malen. Es wird schäbig gehen. Herzliche Grüße, Gustav. Er ist in Paris. Er berichtet auch, dass die Stadt ihm gefällt oder nicht gefällt und teilt dann der Flüge, was schon ungewöhnlich ist, auch mit, dass er noch gar keine hübschen Frauen gesehen hat. Nichts Gescheites sozusagen in seinen Augen. Das sind ungewöhnliche Botschaften. Aber die Emilie Flüge war sicherlich die wichtigste Stütze, die Gustav Klimt im Leben hatte.
Wie dieses Verhältnis zwischen beiden war, beschäftigt viele Kollegen und Kolleginnen der Kulturgeschichte. Was bleibt, ist immer wieder die Tatsache, dass die beiden gemeinsam durchs Leben geschritten sind und sich offensichtlich, und da sind, glaube ich, auch die Fotografien sehr hilfreich, da sind das zwei sehr ausgeprägte Charaktere, die sich gegenseitig im Leben die beste Stütze waren. Als Klimt 1902 das berühmte Gemälde Der Flöge malte, bestand das so schwer zu definierende Verhältnis schon 10 Jahre. Emilies Schwester Helene heiratete 1891 Klimts Bruder Ernst. Für die beiden Brüder bildete diese Hochzeit den Zugang in das gehobene Wiener Bürgertum und den gleichzeitigen Eintritt in eine Welt des verfeinerten und atmosphärisch verdichteten Lebensalltags. Das Gemälde schien nicht die Zustimmung der Dargestellten gefunden zu haben und wurde von Klimt 1908 an das Historische Museum der Stadt Wien verkauft. Dort ist es bis heute zu sehen. Emilie Flöge war natürlich keine Durchschnittsdame der Zeit, sondern die war schon was Besonderes. Sie hat ja gemeinsam mit ihren beiden Schwestern einen Modesalon in Wien geführt. Und das heißt, sie war Geschäftsfrau. Sie war selbstständig, sie hat Geld verdient. Das heißt, sie war nicht so wie die meisten anderen bürgerlichen Frauen zu der Zeit von einem Mann abhängig und davon, von dem eben ernährt zu werden. Ich glaube, dass so jemand einer Künstlernatur wie dem Gustav Klimt wirklich auf gleicher Augenhöhe begegnen konnte und dass dadurch auch sicher eine andere Beziehung war als die, die er zu anderen Frauen hatte. Klimts Rückzugsort in den Sommermonaten war der Attersee im oberösterreichischen Salzkammergut. Die hier im Kreis der großen Flöge-Familie verbrachten Wochen bedeuteten Erholung von den ständigen Wiener Auseinandersetzungen um seine Person und seine Arbeit. Am Morgen des 11. Jänner 1918 erlitt Gustav Klimt beim Ankleiden einen Schlaganfall, der zu einer halbseitigen Lähmung führte. Man brachte ihn in das Privatsanatorium Löw in der Wiener Marianengasse. Der Ort, an dem 7 Jahre zuvor bereits Gustav Mahler verstorben war. Emilie Flöges Wunsch, Klimt in häusliche Pflege zu übernehmen, konnte nicht erfüllt werden. Nach einer anfänglichen Besserung des Zustandes musste Klimt am 3. Februar in das nur einen Steinwurf entfernte Wiener Allgemeine Krankenhaus verlegt werden. Durch Wundlegen wurde die Behandlung in einem Wasserbett unerlässlich. Gustav Klimts Krankenakte ist aus dem Archiv des Krankenhauses verschwunden. Deshalb existiert auch keine nachvollziehbare Erklärung, warum ihm, dem Sterbenden, der charakteristische Vollbart abgenommen wurde. Aus heutiger medizinischer Sicht wird der Vorgang als hygienisch und pflegetechnisch gerechtfertigte Maßnahme gedeutet. Die Emilie soll kommen. Sollen Klimts erste Worte nach seinem Gehirnschlag gewesen sein. Es gab nie eine Eheverbindung zwischen den beiden und sie haben nie unter einem gemeinsamen Dach gelebt. Es wird vermutet, dass das Liebespaar in seinem berühmtesten Gemälde, Der Kuss, die große Wunschverwirklichung Klimts gewesen sein soll. Denn Lebenspartnerin war Emilia bis zu seinem Tod. Aber ob sie auch Liebespartner gewesen sind, wird wohl Geheimnis bleiben. Am 30. Dezember 1917, 6 Wochen vor seinem Tod, schreibt Klimt eine letzte erhaltene Postkarte. Liebe Emilie,
So bringen es die Umstände leider mit sich, dass ich dir schriftlich gratulieren muss. Es ist ein Gruß aus dem Innersten heraus und ich wünsche dir ein allerglücklichstes Neujahr, wie wir es beide so dringend brauchen. Ich denke viel an dich und freue mich äußerst auf ein Wiedersehen. Herzlichste Grüße, Gustav. Am 6. Februar 1918, um 6 Uhr morgens, stirbt Gustav Klimt an Lungenentzündung. Verursacht durch die erste Welle der spanischen Grippe, die über Europa rollte. Kein geringerer als Egon Schiele fertigte jene Zeichnung des toten Klimt an, die einen Unbekannten darstellt. In einem Keller des Wien-Museums lagern in einem Stahlschrank die Totenmasken prominenter Persönlichkeiten der Vergangenheit. Zur besseren Erinnerung an die Verstorbenen wurden sie angefertigt. Auch der Gipsabdruck von Gustav Klimts Gesicht befindet sich hier. Welches Erinnerungsgefühl bei dessen Betrachtung ausgelöst wird, ist eine andere Frage. Bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts war Klimts Grabstätte am Hietzinger Friedhof von alten Bäumen umgeben und von Efeu wild umrankt, bis auch diese Wildheit der Umgebung angepasst und zurechtgestutzt wurde. Aus dem Brief eines noch vollbärtigen und unangepassten Gustav Klimt an die im Wiener Künstlerhaus beheimatete Genossenschaft bildender Künstler in Wien. Wie bekannt ist, bemühte sich eine Gruppe bildender Künstler seit Jahren, ihre Kunstanschauungen zur Geltung zu bringen. Diese Anschauungen gipfeln in der Notwendigkeit, das Wiener Kunstleben in lebendigeren Zusammenhang mit der fortschreitenden Entwicklung der Kunst des Auslandes zu bringen. Nach den Erfahrungen haben diese jahrelangen Bestrebungen nicht das richtige Verständnis gefunden. Angesichts dieser Tatsache ist die gekennzeichnete Künstlergruppe zu dem Entschlusse gelangt, auf die Fortsetzung ihrer Bestrebungen innerhalb der Genossenschaft zu verzichten und ihre Ziele unabhängig von derselben anzustreben. Die Folge war die Gründung der Wiener Sezession. Die Sezession ist wirklich konzipiert worden als ein Tempel der Künste. Wir treten herauf auf den Treppen, wir werden erhoben durch diesen Aufgang schon, also nicht ebenerdig, sondern einmal so wie in einem Tempel, den wir uns annähern. Und dann kommt man hier in diese Black Box, White Cube, wo jedes Mal etwas anderes stattfindet, wie eine Bühne mit perfektem Tageslicht, Deckenlicht, keinen Fenstern, die eventuell die Kunst und der Hängung der Kunst stören könnten, sondern diesen fast, kann man sagen, Kirchenraum. Gustav Klimt, die zentrale Figur, der Präsident, wie stellt er sich dar? Also er stellt sich in jedem Fall als Künstler dar. Er hat weder Krawatte noch Hemd. Er hat eines von Emilie Flöge entworfenen Kittel, einem Malerkittel. Er hat den Pinsel in der Hand. Es ist ihm wichtig, er ist Künstler. Er steht an der Staffelei. Und so will er auch wahrgenommen werden. 1898 malt der schweigsame Klimt jenes Gemälde, das besser als viele Worte die bevorstehende Revolution im damaligen Wiener Kunstgeschehen zu dokumentieren vermag. Also die Pallas Athene ist deshalb, die ist einfach das programmatische Bild für die Sezessionsgründung. Pallas Athene war die Göttin der Wissenschaft und der Kunst und der Kriegsführung. Sie hat am Brustpanzer hat sie dieses berühmte Medusenhaupt, das die Zunge herausstreckt. Das konnte sehr leicht ein Zunge rausstrecken gegenüber allen Kritikern der Sezession aufgefasst werden und wurde auch so aufgefasst. Die andere Geschichte ist, dass im Hintergrund findet ein Kampf statt, und zwar der Kampf zwischen Herakles und dem Triton. Triton war so ein Meeresungeheuer, Herakles der junge strahlende Held, der dieses finstere, fürchterliche, alte Ungeheuer besiegt natürlich, was auch nichts anderes ist als ein Symbol für den Kampf der Sezession, der jungen, aufstrebenden Künstler gegenüber dem Künstlerhaus der veralteten konservativen Künstlervereinigung in Wien. Die
Kunst braucht ihre Freiheit und die Zeit braucht ihre Kunst. Nicht die Kunst der Vergangenheit, sondern die Kunst der Gegenwart, jetzt aktuell. Und Klimt ist derjenige, der das verinnerlicht hat wie kein anderer. Und da sieht man jetzt, wie leidenschaftlich diese Werke von Klimt wahrgenommen wurden, sowohl im Pro wie im Contra. Welche heftigen Chöre der Zustimmung und Ablehnung, oft in einer Wortgewalt, die wir heute gar nicht mehr beherrschen. Für die Sezessionsausstellung im Jahr 1902 zu Ehren des deutschen Künstlers Max Klinger erstellte Gustav Klimt den Beethoven-Fries. Jenes Werk, von dem der bekannte Journalist Ludwig Hevesi bereits vor Ausstellungseröffnung schrieb: Klimt legte letzte Hand an seine ganz merkwürdigen Malereien, einen Fries um den ganzen Raum. Das wird nun wieder ein heilloses Getöse geben in der Welt, in der man so prüde ist. Die Erlösung des schwachen, von den feindlichen Gewalten gebeutelten Menschen durch den Kuss der ganzen Welt gingen unter im Gebrüll der Öffentlichkeit, die zwischen scheußlich und himmlisch keinen Frieden finden konnte. Auslöser des Skandals: die unakzeptable Obszönität der Stirnwanddarstellungen. Natürlich war diese nackte Frau nicht konform mit dem katholischen, bürgerlichen Gedanken der Gesellschaft damals. Das war schon ein Affront. Noch jetzt zum Teil, wenn dieser Fries abgebildet wird, bekommt die arme, nackte, dicke Frau einen Balken über ihre Brüste gesetzt. Also damals bei dieser Beethoven-Ausstellung hat man ein Schild angebracht, dass junge Damen unter 18, dass man ihnen abrät davor, diese Ausstellung zu besuchen. Als Klimt mit seiner expliziten Erlösungsdarstellung des gepeinigten, nach Glück suchenden Menschen einen noch nie dagewesenen Skandal in der bildenden Kunst heraufbeschwor, begann ein anderer Unbequemer der österreichischen Kunstszene an seinem berühmtesten und skandalösesten Werk zu schreiben. Nur ein knappes Jahr später hatte Arthur Schnitzler sein Bühnenstück Der Reigen fertiggestellt. Beide wurden dafür gehasst, dass sie aufschrieben und darstellten, worüber nicht gesprochen werden durfte. Den Nerv einer Verdrängungsgesellschaft schmerzhaft zu berühren, empfand Schnitzler als seine Aufgabe. Und Klimt blieb lange Zeit unbeeindruckt von der Befindlichkeit einer hysterischen Öffentlichkeit, wenn es darum ging, mit seinen Möglichkeiten und durch sein Auge seine Wahrheit zu gestalten. Aber im Jahr 1905 war auch er an die Grenzen des Aushaltbaren gelangt. Fassungslos muss die artistische Kommission des Senats der Wiener Universität auf das erste der drei von Klimt gemalten Fakultätsbilder geblickt haben, als dieses im Jahr 1900 öffentlich vorgestellt wurde. Bereits 1894 erhielten Klimt und Franz Matsch den hochdotierten Vertrag zur Ausgestaltung der Universitätsaula.
Zwischen Auftragserteilung und Ausführung war Klimt aber ein anderer geworden. Sein Zugang zum menschlichen Körper änderte sich schlagartig mit dem Auftrag für die Fakultätsbilder, die er noch im Sinne des Historismus bekommen hat. Aber inzwischen ist er in sich gegangen, ist vom Symbolismus beeinflusst. Und wie er dann diese Werke gemalt hat und gezeichnet, kam was ganz anderes heraus, als man von ihm erwartete. Und das sieht man sehr schön bei dieser Frau zum Beispiel, die im Kreislauf des Lebens in den Abgrund stürzt. Man sieht, es ist nicht der schöne Körper. Er zeichnet also alle Menschen, alt, jung, hässlich und schön, alle sollen zum Ausdruck bringen, die gewisse Gemütsverfassung oder Lebenssituation. Die Auftraggeber wollten keine abgezehrten, leidenden und alten Menschen sehen und genauso wenig eine Orgie nackter Tatsachen. Das erste Gemälde, Philosophie, führte zum Streit zwischen Künstlerministerium und Universitätsvertretern, der schließlich so heftig ausgetragen wurde, dass er im Parlament behandelt werden musste. Das ist dann die Medizin, wo es noch viel mehr leidende Menschen gibt, aller Lebensalter. Und diese hier, die im Gemälde schwebt, die im Gemälde die ewig Gebärende, also den Fortbestand der Menschheit eigentlich symbolisiert, die hat er sehr viel oft über Jahre hinweg gezeichnet. Und das ist eigentlich innerhalb dieser Entwicklung ist das der Höhepunkt. Weil hier sieht man ganz genau, was seine Kunst ausmacht. Dieses Spannungsfeld zwischen Sinnlichkeit und dann wieder Abstraktion. Es geht ihm wirklich um den Ausdruck des Schwebens, den er ganz verinnerlicht. 1905 eskaliert die Situation und die schwebenden Figuren sind zur Nebensache geworden. Das Ministerium besteht auf Ablieferung der bestellten Gemälde. Klimt verweigert diese. Er verbarrikadiert sich in seinem Atelier. Das Ministerium erwägt den Einsatz von Polizei, um den renitenten Künstler zur Herausgabe der Bilder zu zwingen. Die Salondame und Journalistin Bertha Zuckerkandl interviewt Klimt zu dem Konflikt und bewegt ihn zur Veröffentlichung dieses Interviews, das wie eine Bombe einschlägt. Da gibt es eben auch so einen Artikel von der Bertha Zuckerkandl zum Beispiel, die eben dann schreibt, dass die Menschen einfach diese Bilder nicht mehr lesen konnten. Normale Allegorien, da gab es quasi Vereinbarungen. Das bedeutet das und das hat so auszusehen. Ja? Und man hat eben erwartet, eine Allegorie der Philosophie, da muss, ja, wahrscheinlich müssen da Philosophen zu sehen sein oder wie auch immer. Und der Klimt selber hat sich das halt rausgenommen, da eine sehr persönliche Sache draus zu machen, das Wissen darzustellen. Nur wer weiß, wie das Wissen ausschaut. Ja? Und dadurch kam es natürlich dazu, eben, dass die Menschen das nicht verstanden haben und aus einem Nichtverstehen heraus primär eben dann auch abgelehnt haben. Das Ende des Skandals? Klimt zahlt das Honorar in der Höhe von 30.000 Gulden zurück und verkauft die Gemälde an Private. Sie lagern in einem niederösterreichischen Schloss, bis sie 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, den Flammen zum Opfer fallen. Zu sehen sind heute an der historistisch gestalteten Decke die farblosen Reproduktionen der Gemälde. Als Geste einer späten Wiedergutmachung? Es sind die begüterten jüdischen Vertreter des Wiener Großbürgertums, Großindustrielle wie die Lederers, Bloch-Bauers und Wittgensteins, die nun als Mäzene Klimt unter die Arme greifen und für die Porträts ihrer Frauen unvorstellbare Summen bezahlen. Und man erkennt, dass der Name Klimt nicht nur in der heutigen Zeit ganz eng mit Gold und Geld verbunden steht. Der war ja auch zu seinen Lebzeiten schon ein Hochpreiskünstler, war einer der teuersten Künstler weltweit. Um ein gutes Landschaftsgemälde oder ein gutes Porträt konnte man damals sich tatsächlich fast eine Villa am Attersee beispielsweise kaufen. Und noch einige Finanzfakten zu Klimt und Geld. Darüber hinaus, dass es viel Geld kostet, eine Klimt-Ausstellung zu machen, auch wenn man einen schönen Klimt-Bestand hat, das steht fest. So eine Klimt-Ausstellung wird alles in allem schon über 700.000 Euro kosten. Das ist eine Menge Geld. Ein großer Teil davon geht natürlich, fällt für Versicherungen an, für Transporte.
Und es ist nicht leicht, mit einem doch relativ beschränkten Ausstellungsbudget so etwas zu machen. Aber wir müssen dabei sein. Klimt-Experten sind auch Goldsucher. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, wenn zum Beispiel auf einem neu erworbenen Klimt-Gemälde im Wiener Belvedere Goldspuren entdeckt werden. Ja, na da, auf der Seite. Ja, überall, ist überall. Da oben auch. Ist ja überall. Ist ja überall. Es ist auch da, es ist überall. Ist doch toll. Mhm. Und es könnte sein, und das wäre natürlich eine Sensation, wenn dieses Bild ursprünglich einen goldenen Hintergrund gehabt hätte, passt ja noch mehr zu seiner Idee, die Frau noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Weil das ist immer zu homogen eigentlich, weil es ja überall kommt, überall. Können wir? Und vor allem auch da in der Mitte. Also wir wollen die Infrarotkamera mitnehmen, dann wissen wir es. Also das, was wir jetzt hier aus dem Bild sehr deutlich sehen, ist eben hier diese Goldpartien. Es gibt überall, das ganze Bild ist übersät mit winzigen Goldpartien. Und die Goldpartien, das erkennen wir jetzt hier, sind nicht aufgemalt oder nicht aufgebracht, sondern befinden sich unter der Malschicht, unter diesem grünen Pinselduktus, der sich über diese gesamte Leinwand erstreckt. Und deswegen ist davon auszugehen, dass er den Malgrund behandelt hat, möglicherweise vollflächig, mit einer Goldschicht. Das sieht wirklich so aus. Unglaublich. Das Gold des Gustav Klimt. Er hat es im Übermaß auf einige seiner Leinwände geworfen. So als hätte er gewusst, dass Gold hypnotisch anzieht. Ganz leicht unterliegt man der Verführung, Versuchung und Verblendung durch den matt schimmernden Glanz. Vielleicht hat Klimt mit seinen massiven Vergoldungen einen ganz geschickten Schachzug getätigt, eine allzu neugierige Um- und Nachwelt von sich abzulenken. In seinem Nachruf ist zu lesen: Hinter die Mauer, die Klimt um sich errichtet hatte, haben auch seine Freunde kaum jemals blicken dürfen. Und wer weiß es schon? Vielleicht war es eine Mauer aus Gold.